Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map Version 1.6 ohne Gräben. Ja, wie soll's sein? Wie soll's auch anders sein, meine ich? Wir häckseln. Wir häckseln, wir häckseln, wir häckseln. Und es wird auch noch ein bisschen so dauern. Ich habe jetzt tatsächlich einen Häcksler außer Betrieb genommen und zwei Abfahrer. Und sehe zu, dass ich hier so ein bisschen das überwache. Ja, er fährt da wieder seine Kreise. Soll er machen. Habe ich jetzt nicht wirklich ein Problem mit. So. Was ich ganz verstehe, ist, warum er immer da in, immer nur die Ecke da. Ich weiß nicht, wie dieser Algorithmus eingestellt ist zum Abfahren. Kann ich nicht sagen. Aber da ist er auch so eingestellt, dass er immer erstmal alles so weit aufschüttet, weil er meint, hier vorne wäre schon was. Vielleicht muss ich das da vorne mal wegmachen, dass er jetzt da die Seite so weit aufschütten will, dass er jetzt wieder stecken bleibt oder so. Keine Ahnung. Mal sehen. Oh, 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 oh. Nicht mich umfahren. Bitte. Naja. Gucken wir mal. Sollen wir den mal nehmen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Häcksel, gut. Da sind auch so ein paar Maiskörner drin, cool. Man ist auch nicht alles zu erwarten eigentlich, ne? Was ist das denn jetzt? Falsche Taste irgendwie hier gedrückt. Sorry. Wollte ich nicht. Abfahrer wegschicken. So, wir sind nämlich wieder auf der... Ah, der andere Abfahrer wird gleich kommen. Wir sind hier nämlich wieder auf der Strecke, wo er gleich... nicht weiß, wie er fahren soll. Bisschen nervig. Na, er fährt da vorne, macht wieder Kreislauf oder was macht er da? Oh. So, das funktioniert wenigstens. Da falsch eingestellt dann, wenn er immer so diese Kreise fährt. Wenn der Kreis falsch eingestellt oder wisst ihr das, was muss ich da anders einstellen? Hier geht ja eh schief, der bleibt ja eh gleich stehen. Aber wir wollen ja auch unseren Aufschieber nicht überfordern. Daher bleiben wir jetzt mal hier mit drin.
Wir kümmern uns, dass das vernünftig abgeladen wird. Und dann kümmern wir uns wieder darum, dass das vernünftig, dass wir vernünftig weiterhexen. So, mal überlegen, ich glaube, ich mache ein Feld, mache ich Körnermais. Das könnte ich eigentlich gleich schon mal anstoßen. Hier habe ich ja zwei Abfahrer über. Dann haben wir ein bisschen was für Schweinefutter auf Reserve. So, was mich jetzt mal interessieren würde, ist, was denn passiert, wenn ich ihn hier vorne einen Haufen hinmache, der weiter vorgeht als die anderen. Wo er dann anfängt aufzuschieben. So, in etwa. Naja, geht nicht wirklich weiter vorne. Aber dann meint, da liegt schon überall was. So, gucken wir mal. Ja. Er versteht hier jetzt gleich wieder nicht, dass hier eine Kurve kommt. Dass er hier 90 Grad drehen muss. Ich verstehe nicht warum. Ja, so kann man es ja machen, ne? So geht es ja. Was mich jetzt ja mal nebenbei so interessieren würde, wie ist eigentlich hier der Stand im Rinderhof, wo ich ja die Düngerproduktion angestoßen habe und hier auch noch meine Fahrzeuge rumstehen. Hier dann nochmal sowieso nicht, bald mal wieder um die Tiere kümmern auch. Machen wir aber alles nach der Ernte. Cool finde ich ja, dass Danny Fed Action darauf eingegangen ist. Er hatte ja die Flüssigdüngerproduktion genau hier platziert. Und Experience hat da ja sein Veto eingelegt. Und ich habe auch geschrieben, dass ich das nicht gut finde, den Platz.
Er hat drauf gehört. Vielen Dank, Danny. Tausend Dank. Finde ich gut, dass du da das gemacht hast. Ja, Flüssigdüngerproduktion. Wir müssen hier nur noch... Wasser haben wir mehr als genug. Dünger müssen wir noch hinbringen, ja klar. Und dann kriegen wir Flüssigdünger und den können wir dann nämlich zur Tomatenzucht bringen. Tata. Hätte ich den vielleicht nicht so umbauen sollen. Hätte ich den vielleicht so umbauen sollen, dass ich hier auch Strohballen lagern kann. Ich weiß es nicht. Jetzt fällt es mir ein, was ich unbedingt machen muss, meinen Tieren geht schlecht. Die brauchen Kraftfutter, die Kühe. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Da gehen wir jetzt hin. Unbedingt. Kann ich so nicht durchziehen. Geht nicht. Missing Gas Station, ja, interessiert mich nicht, ob die missing ist oder was die ist. Das interessiert mich jetzt gerade mal gar nicht. So, was haben wir denn hier noch für Anhänger? Für Fahrzeuge. Da hinten brauche ich nur einen Schlepper. Ja, dann nehmen wir auch den MB-Truck, den bin ich lange nicht mehr gefahren. Und dann bringen wir unseren Kühen endlich mal wieder... So, hier Feld 20, ja, haben wir ja die Halle drauf gebaut. Ach, da hätte auch noch der andere MB-Truck vorgestanden. Naja. Jetzt ist es so. Was wir genau mit Feld 20 dann noch weiterhin machen, ob wir hier noch andere Sachen platzieren oder so, kann ich noch nicht sagen. Das weiß ich noch nicht. Aber jetzt bringen wir erstmal Kraftfutter fliegen. Das war an der 1.5, war das ja, war der Abladetrigger war geändert. Er war aber ziemlich doof, fand ich. Und jetzt kann man wieder einfach durchfahren und kann das dahin klappen. Mischration haben wir hier noch. Einmal voll machen. Meine Fahrzeuge. So. Ah. Muss man eh erstmal aussteigen gleich, weil der Kuhstall hat ja neue Türen gekriegt. Was ich übrigens auch sehr cool finde.
Zack. Machen wir die anderen auch gleich auf. So. Kuhstall hat Schiebetüren gekriegt. Endlich. Danke, Danny. Danke. Ah, dann können wir mal nochmal so viel, noch zweimal so viel reinbringen. So, ich habe doch irgendwo habe ich nicht ein Maisgebiss für meine Drescher? Ja, ich möchte gerne von einem Feld Körner Mais machen. Das kann ich eigentlich schon mal anstoßen. Ich habe hier zwei Abfahrer frei. Dann nehme ich mir einfach mal einen von meinen Dreschern. Was ungewohnt in dieser Ansicht so zu fahren, kann ich so glaube ich besser. Erstmal eben gucken, welche Felder waren das noch gleich? Gut.
Dann nehmen wir Feld 8. Dann nehmen wir eben kurz hier. Ich muss das zwischendurch immer mal resetten. Das Headtracking. Ich weiß nicht, wie das genau ist, ob wenn man genau gerade ausgucken muss, wenn man gerade ins Fahrzeug guckt oder so. Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Quatsch. Ist ja schon Feld 8 hier. Ja, gucken wir mal. Oh. Echt schon so lange? Oh Gott. Hey Leute, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Like, abonniert mich. Ja. Besucht mich bei Facebook. Besucht mich auf meiner Homepage, Premium 13 jeweils. Ja. Und schaltet morgen wieder ein bei der nächsten Folge. In diesem Sinn, sage ich dann mal ciao.